Der Christophorus-Jugendkammerchor aus Versmold. Er besteht seit 40 Jahren. Wenn die Musik einmal gepackt hat, dann lässt sie einen nicht mehr los. Der Christophorus-Jugendkammerchor ist ein Garant für erstklassige Chormusik. Beliebt und erfolgreich in ganz Deutschland, aber auch im Ausland. Engagierte Sängerinnen und Sänger unter dem Chorleiter Hans-Ulrich Henning. Musik ergreift eigentlich den ganzen Menschen. Das Gehirn, also das Kognitive, den kognitiven Bereich, die Emotionen, aber auch den Körper nimmt es mit. Also die Musik ergreift den Menschen in seiner Gänze und das ist das Tolle. Als Hans-Ulrich Henning vor 40 Jahren mit dem Projekt Christophorus Jugendkammerchor startete, waren seine Ziele klar gesteckt. Um einen besonderen Chor zu schaffen, braucht es auch besonders gute Bedingungen. Ich bin sofort zum Direktor marschiert, habe gesagt, wenn ich hier als Musiklehrer einsteige, dann voll Power und dann will ich eine super Chorarbeit aufbauen und das muss mehr sein als an einem normalen Gymnasium, so mit einer Stunde Chor in der Woche, das geht überhaupt nicht und wir brauchen Stimmbildung. Eine Stunde Stimmbildung pro Woche gehört für jeden Schüler dazu. Zuständig dafür ist Sibylle Henning. Wichtig ist der Stimmbildnerin die individuelle Klanggebung jeder Stimme. Das ist auch mein großes Ziel, dass ich nicht Stimmbildung machen möchte hier, so nach dem Motto, wir klingen alle gleich, wir machen alle die gleiche Mundöffnung, wir färben alle die Vokale auf gleiche Weise, sondern ich versuche, eine Balance zu finden für jeden, dem es ermöglicht, seine individuelle Klangfarbe und Stimme zu entwickeln. Aber trotzdem so einen guten, ausbalancierten Umgang damit zu entwickeln, dass es zu einer großen Homogenität innerhalb des ganzen Chores dann führen kann. Die Sängerinnen und Sänger sind mit Begeisterung dabei. Mit einer etwas höheren Geschwindigkeit. Man merkt ja selber, dass man Erfolge hat. Ich merke, wenn ich jetzt im Solounterricht ein Stück neu anfange, ist es noch holprig, man bekommt die Töne nicht, irgendwas klappt immer nicht und dann ist es natürlich ein wunderbares Gefühl, wenn man merkt, ich habe jetzt ein halbes Jahr trainiert, ich habe viel geübt und dann ist es natürlich toll, am Ende ein Konzert zu haben, vor Publikum zu stehen und zu merken, es klappt. Ich denke, bei uns im Kurs ist schon so, dass die Schüler, die Solo-Gesangunterricht haben, als Leistungsträger und führende Kräfte im Chor das Niveau deutlich auch anheben. Wir haben ja eine sehr heterogene Gruppe vom 6. Schuljahr bis zur 12. momentan. Und das ist natürlich klar, dass das Leistungsniveau nicht ausbalanciert ist, sondern dass da große Unterschiede sind. Aber das ist ganz gut. Das sind die klingenden Säulen. Und die anderen können sich daran orientieren. Anders als bei den Proben der Gesangsstimmen oder bei den Tutti-Proben wird bei der Solostimmbildung ganz individuell und noch intensiver gearbeitet. Beim Sologesang ist es so, dass ich vor allem die Stimmbildung vom normalen Chor, sage ich jetzt mal, fortgeführt wird. Und dadurch entwickelt sich ganz viel mehr Möglichkeiten, die man erreichen kann. Ich kann jetzt bei Jugend musiziert mitmachen zum Beispiel. Das ist das Besondere, diese ganzheitliche Pädagogik, dass eben aus den jungen Stimmen eine tolle Stimme wird und dass mit diesem Entwickeln der Stimme auch die Persönlichkeit entwickelt. In
In den vergangenen 40 Jahren sind im Jugendkammerchor mehr als 600 Sänger ausgebildet worden. Mehr als 800 Auftritte wurden absolviert. Bisweilen ist bei den Auftritten auch das Vokalensemble Echo mit dabei, ein Chor aus ehemaligen Schülern. In 19 Ländern Europas sind die Kulturbotschafter der Stadt Versmold schon aufgetreten. Von Norwegen bis Griechenland, von Lettland bis Spanien. Der erste große Höhepunkt war 1993 in Olmütz, in Tschechien übrigens. Das war ein Grand Prix-Sieg. Da haben wir erstmal den ersten Preis in unserer Kategorie gemacht. Und dann wurden die Preisträger der verschiedenen Kategorien nochmal gegeneinander gehetzt. Und da haben wir den Grand Prix dann gewonnen. Das war natürlich das Größte. Da haben wir getanzt und gesprungen wie verrückt. Ein Höhepunkt auch dieser Wettbewerb. Eine Aktion des WDR-Fernsehens und eine herausragende Leistung. Und dann jetzt in letzter Zeit, 2016, der beste Chor im Westen. Da hat das WDR-Fernsehen einen großen Chorwettbewerb gemacht und den haben wir gewonnen. Und das war schon außergewöhnlich, denn man musste drei Runden regional auf Landesebene und dann bis zum Finale musste man sich immer wieder durchsetzen. Und dass wir das geschafft hatten, das war natürlich das Allergrößte. Der Christophorus Jugendkammerchor. Ein Erfolg, der einen schon mal von den Beinen holt. Da freut er sich, Hans Henning. Das Repertoire ist so, wir sind am christlichen Jugendlaufwerk Deutschland, COD. Da sind so zwei Drittel ist immer geistliche Musik. Und dann muss man aber auch aus musikwissenschaftlicher Sicht sagen, die geistliche, dieser Sakralmusik, hat oft die schönsten musikalischen Blüten zutage gebracht. So, dann haben wir natürlich auch weltliche Musik, auch ein bisschen Crossover, Somewhere aus West Side Story von Bernstein zum Beispiel oder sowas, oder Yesterday von Beatles. Sowas kommt natürlich auch vor. Also eigentlich das, die ganze Palette. Mama! Das Repertoire des Jugendkammerchors ist groß, die Ziele ebenso. Dazu gehören immer auch Chorreisen. Schon mehrmals war der Christophorus Jugendkammerchor in Italien zu einem internationalen Chorfestival mit Konzerten rund um den Gardasee. Mit jeder Menge Sightseeing, unter anderem in Verona. Was gibt's für heute, mein Herr, zu dienen? Frikassee von Kalbfleisch, Blumenkohl mit Rindfleisch, Sauerkraut mit Schweinefleisch, Schöpfenfleisch mit Felschkraut, Bratwurst, Omeletten, Beefsteak, Koteletten, angeschlagen, Kälberschoß, schön gefüllte Taube, Schinken mit Kartoffelkloß, Lärchen und Ragout. Das ist die Horizonterweiterung, die ich meinen Schülern natürlich gönne. Horizonterweiterung in vielerlei Sinn. Einmal, dass man geografisch aus dem Heimatort mal ausbricht und dann eben auch musikalisch neue Impulse bekommt. Wir haben ja hier gerade bei diesem Festival auch verschiedene Chöre aus verschiedenen Ländern getroffen. Und man bekommt dann einfach so einen Eindruck, wo steht man eigentlich so mit seiner Musik. Und von der Musik können richtige Chorsänger nie ganz lassen. Auch nicht in der Arena von Verona. Fünf Tage voller Musik. Der Christophorus Jugendkammerchor gestaltet mehrere Messen mit.
gibt 4 Konzerte in Sälen und Kirchen. Bei Temperaturen von durchgehend über 30 Grad. Ja, singen ist Atmen und Atmen ist Leben. Das fasst eigentlich alles wunderschön zusammen. Ich bin eben der Auffassung, dass Singen ein natürliches Lebensmittel für den Menschen ist. Und das ist ja auch der Grund, weshalb ich Musikpädagoge geworden bin. Und das merkt man ja auch in der 40-jährigen Geschichte des Chores eigentlich, dass alle, die da mal in dem Chor waren, im ganzen Leben davon zehren. Und da gehört Kritik dazu. Ja, das ist zu pimpelig. Der Erfolg und der Applaus, das ist immer der Lohn der Chorarbeit. Das ist einfach unsere zweite Familie, mit der wir eben durch die Welt zigeunern. Reisen, Erfahrungen sammeln, andere Länder, Sitten und Chöre kennenlernen, das erweitert nicht nur den Horizont, es ist auch gut für das Selbstbewusstsein der Sängerinnen und Sänger. Ich finde, das ist was unglaublich Tolles, weil man eben auch mal Teile von der Welt sieht, wo man jetzt eigentlich nicht so die Chance zu hätte. Man lernt unglaublich viel Neues, man trifft andere Chöre, die gemeinsam das gleiche Hobby haben, eben singen, und das verbindet. Der Chor ist nicht nur ein Hobby, sondern ist so wie so eine zweite Familie. Und mit der Familie kann man auch einfach nur Spaß haben. Konzertbesucher in Italien hat der Christophorus-Jugendkammerchor mit seinem Können und seiner Ausstrahlung auf jeden Fall immer wieder begeistert. Und hier gibt es eine weitere Urkunde für die beeindruckende Chronik des Christophorus-Jugendkammerchors. Das Ende einer jeden Konzertreise bedeutet immer auch zurück auf Anfang, zurück in die Heimat, neue Proben, neue Programme und eifrige Chorarbeit im Musiktrakt des Versmolder Gymnasiums. Neben dem Christophorus Jugendkammerchor gibt es auch den Kinderchor für die Klassen 5 und 6. Zu Gast in Versmold sind auch immer wieder Jugendchöre aus dem Ausland. Hier der Mädchenchor Motyli Sumperk aus Tschechien. Da darf natürlich auch ein Besuch im Rathaus nicht fehlen. Und der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Für Chorleiter Hans-Ulrich Henning sind das Momente, um 40 Jahre Jugendkammerchorgeschichte Revue passieren zu lassen. Ungefähr 600 Chorsänger sind durch meinen Laden gelaufen. Und ich bin ganz stolz, dass über 50 Musiker geworden sind. Und das ist ja irgendwie auch ein Zeichen. Ne? Das muss ja dann wohl Spaß gemacht haben. Spaß gepaart mit Erfolg. Der Christophorus-Jugendkammerchor aus Versmold ist einer der bedeutendsten gemischten Jugendchöre Deutschlands. Und das wird er auch in Zukunft bleiben.